Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und auf diesem Videodreh habe ich mich heute ganz besonders gefreut, denn er ist zusammen mit der lieben Sefgi vom Kanal But First Lipstick. Wir haben uns gedacht, dass wir gegenseitig Personen aus Film und Fernsehen raussuchen mit einem hässlichen Make-up, also quasi mit einem ugly face Make-up, das wir heute nachschminken sollen. Und ich bin gespannt auf dieses Video, denn ich weiß bisher noch nicht, welchen Look ich nachschminken soll. Ich habe extra noch nicht in meine Nachrichten geguckt. Ja, wir werden da jetzt zusammen reingucken und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So Leute, ich schaue jetzt mal auf Instagram, da habe ich den Look zugeschickt bekommen und ich bin echt gespannt. Und ich hoffe, dass er nicht mit mega bunten Farben sein wird, denn ich habe eigentlich gar nicht so eine bunte Palette zu Hause. Schauen wir mal rein. Leute, hier blende ich euch den Look mal ein. Also, da komme ich zu großen Problemen, denn solche Farben habe ich gar nicht unbedingt. Und das ist echt voll der krasse Look. Ich versuche mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, das mal nachzuschminken und ich würde sagen, los geht's. Okay, nicht erschrecken, ich habe mich jetzt erstmal komplett abgeschminkt, also mein altes Make-up entfernt und alle Utensilien geholt, die ich gebrauchen kann für dieses Tutorial. Und ja, ich würde sagen, ich fange erstmal an mit meiner ganz normalen Grundierung und erstmal decke ich meine Pickel alle ab. Dafür nehme ich wie immer meinen Beauty Blender und tupfe das Ganze erstmal ein. Stimme weg. Und dann nehme ich von Essence meinen liebsten Concealer zurzeit. Den habe ich auch euch in meinen Essence-Favoriten vorgestellt. Sonst findet ihr das Video auch nochmal hier. In der oder hier, wo eher. Get Picture Ready. Dann trage ich meine liebste Foundation von Catrice, die HD Liquid Coverage Foundation, auf. Und dieses Mal werde ich auch meine Augenbrauen ein bisschen mit der Foundation betupfen. Denn, wie ihr im Bild sehen konntet, muss ich heute picke Augenbrauen mir schminken. Oh. Schminken und gleichzeitig reden, ne? Nicht meine Lieblingsaufgabe. Auf jeden Fall zeigt der Look pinke bzw. rosa farbene Augenbrauen. Bisschen schwierig mit meinen dunklen Augenbrauen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich gehe nochmal mit meinem Concealer hier über meine Augenbrauen, um die ein bisschen heller zu machen. So. Soweit erstmal zur Grundierung. Noch sieht alles ziemlich normal aus und ist quasi meine normale Routine, außer das mit den Augenbrauen. Und jetzt muss ich mir nochmal eben das Bild anschauen. Oh Mann, Leute. Ich glaube, ich fange jetzt mal an, eine Grundierung zu schaffen mit dem Jumbo Eye Pencil von NYX in der Farbe Milk. Denn ich werde ja ziemlich viel knallige Farben verwenden und da ich die Farben schon nicht so wirklich zu Hause habe, versuche ich, eine weiße Grundlage zu schaffen. That looks so good. Not. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da ist einfach so viel los auf dem Augenlid. Ich glaube, ich ziehe mir erstmal diese schwarze Linie hier. Oh, ist auch voll schwer, weil ich ja ein ganz normales Auge habe. Und die gute Dame hier, Olivia Jones, hat ihre Augenbrauen hier oben und dazwischen genug Platz, das zu malen. Aber da Augenbrauen abkleben jetzt echt schwierig ist, versuche ich das jetzt so hinzukriegen und starte, wie gesagt, mal mit dem schwarzen Lidschatten. Jo. Geil. Ich glaube, so ungefähr sieht das aus. Okay, ich habe auf jeden Fall ein Problem mit dem Grün, denn ich habe nur solche Grüntöne und das kommt nicht so wirklich hin. Ich versuche es aber mal. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein ganz anderes Grün, das ist ein bisschen blöd, aber damit müssen wir jetzt hinkommen. So, jetzt versuche ich das Schwarz ein bisschen zu intensivieren. Alter, ich kann das nicht. Ich glaube, bevor ich oben weitermache, mache ich erstmal unten weiter. Das ist ein bisschen einfacher, glaube ich. Und dann nehme ich wieder von NYX den Jumbo Eye Pencil in Weiß. Also, ugly sieht es auf jeden Fall aus. Also, die Challenge ist schon mal geschafft. Alter Schwede, was mache ich hier? Also,
Dann gehe ich wieder in diese Palette hier. Das ist übrigens die Color Chrome von Models Own Palette. Und dann gehe ich hier in dieses Blau rein und dann mal versuche ich mir hier unten so eine blaue Linie zu malen, wie auch im Bild. Und ja, mal schauen. Sieht ein bisschen aus wie ein Meerjungfrauen-Look bei mir jetzt gerade. Ja, ich meine, das Bild von der guten Olivia Jones sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also wenn man sich schon als Transe schminkt, dann finde ich das echt cool, was sie da gemacht hat. Aber das, was ich hier mache, das ist nicht cool. Nicht cool. Nein, nein. Ich habe auch einfach nicht dieses Grün, das ist voll blöd. Okay, sorry, das Grün habe ich einfach nicht. Oh, das ist auch irgendwie cool, seine Augenbrauen mal nicht in Braun oder in Schwarz zu schminken, sondern in Pink. Mein Look war noch relativ gnädig, Leute. Aber schaut mal, eine pinke Augenbraue ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Fällt mir eigentlich ganz gut. Ah ja, ich muss das Positive in dem Look finden. Das passt ja auch schön mit meinem roten Pulli. Leute, diese ganzen Farben, das macht mich hier fertig. Für meine Augenbrauen habe ich übrigens von Essence den Lip Liner in der Farbe 06 Satin Mauve genommen. Eigentlich sieht er echt cool aus auf den Lippen, aber auf den Augenbrauen ist ja auch nicht schlecht. Ist eine Überlegung wert, das nochmal zu machen. Ja, kommen wir nun zu dem pinken Teil des Make-ups. Und dafür werde ich den Define Blush von Catrice nehmen. Ich habe hier jetzt mal Farbe aufgenommen. Ich gucke mir das Bild jetzt nochmal an. Es wird nicht besser. Und jetzt gibt es ein schönes Rosa. Eins muss ich sagen, der Rouge passt sehr gut zu meinen Augenbrauen. Oder was meint ihr? Daumen hoch. Oh, Leute. Ich fühle mich komisch. Intensiviere jetzt nochmal das Schwarz. Okay, das habe ich schon mal verkackt, weil sie hier nochmal so eine Lücke hat. Aber das kann ich jetzt leider nicht realisieren. Ich werde hier mir mal eine härtere Kante machen. Es wird einfach immer schöner. Bin begeistert. Es ist ein anderer Look. Aber es liegt halt auch am Grün. Da bin ich etwas enttäuscht. Kommen wir nun zu den Lippen, würde ich sagen. Und da habe ich sogar einen Knallpink. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, als ich diesen gekauft habe. Und zwar ist das von MAC der Impassioned. Ich glaube, ich werde wieder meinen Augenbrauenstift benutzen und den diesmal für meine Lippen verwenden. Oh. Könnte auch Chantal sein, oder? Glitzer habe ich leider nicht für meine Lippen. Oh mein Gott. Bin einfach nicht für diesen Transen-Look ausgestattet. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ja, und jetzt fehlt noch knalliges Rouge. Und damit das Ganze auch zusammenpasst, nehme ich wieder den Define Blush und hau da ordentlich mal rein und knall mir das auf die Wangen. So beautiful. Und bei so einem wunderschönen Look darf natürlich der Highlighter auch nicht fehlen. Und da werde ich aus der Miss Bella Palette die beiden Highlighter nehmen. Und zwar vermische ich Unreal mit Gold Digger. Gold Digger. Knopf das Ganze dann ein bisschen ab. Ein bisschen auf die Nase. Ich glaube, auf der Nase hat sie gar nichts, ne? Die gute. Nee. Highlighter hier oben hin. Schön. Und dafür nehme ich Pure und Luminoso. Oh, hier. Pure und Luminoso. Von der guten Miss Bella Palette. Mal wieder. Die Palette ist übrigens mega, mega gut. Auch wenn man das jetzt nicht glauben mag. Tipps von mir annehmen mit diesem Look. Make-up-Tipps. Tipps.
da ich kein Glitzer habe, versuche ich jetzt mal in diesen Goldton hier reinzugehen und davon ein bisschen Glitzer abzuzwacken und mir das auf die Lippen zu tun. Oh mein Gott. Ja, also es hat auf jeden Fall ein bisschen Glitzer. Okay. Lippenstift all over the face. I'm in love with myself. Kommen wir zu den Wimpern. Welche Mascara ihr für diesen Look verwendet, ist Shitten Diddy. Bin mir auch ziemlich sicher, dass der ein oder andere das nachschminken wird. Selbstverständlich. Für die nächste Asi-Motto-Party vielleicht. Kommen wir zu den Wimpern. Denn die gute Dame hat ja Fake Lashes. Und ich habe jetzt nur die hier. Weil ich ja, wie gesagt, nicht vorbereiten konnte, mich auf diesen Look vorbereiten konnte, konnte ich auch keine passenden Lashes kaufen. Und deswegen nehme ich jetzt die, die ich immer habe. Und zwar sind es von Miss Lynn die Eyelashes in der 08. Und die werde ich mir jetzt mal drauf machen. So Leute, ich glaube, wir haben es. Viel schöner wird es nicht mehr. Ich habe versucht, dem Look irgendwie nahe zu kommen. Ich hatte leider keine Grüntöne und auch keinen schönen Glitzerton für meine Lippen. Aber es ist trotzdem ein wirklich ugly Face Make-up geworden. Also denke ich, die Challenge habe ich auf jeden Fall trotzdem geschafft. Und wenn ihr sehen wollt, welchen wunderschönen Look ich für die liebe Sefki herausgesucht habe, dann schaut auf jeden Fall am Ende dieses Videos bei ihr vorbei. Ich werde es euch verlinken und auch in der Infobox nochmal. Und dann würde ich sagen, ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal rüber zu meinem Freund und werde ihm meinen Look zeigen und mal die Reaktion abfilmen, wie er diesen findet. Und dann würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal. So, Leute, gucken wir uns das mal an. Ist dunkel. So, schauen wir uns meine Reaktion an. Gesundheit. Juli. Oh, sie ist offen. Und wie findest du meinen Make-up-Look? Gruselig. Das ist doch schön. Guck mal, grün und... Siehst aus wie so eine Tram. Ja, ich hab den Look getroffen. Ich sollte Olivia Jones schminken.